willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir sind hier in Eusenhausen. Kennt ihr Eusenhausen mit EU? Das ist irgendwie bei Mährichstadt in der Nähe. Da gibt es hier so ein Erdbeer. Geflügel- und Erdbeerhof. Da kann man speisen, hier gibt es leckeres Bier, hier gibt es einen Frauenteller mit Hähnchenbrust, Spargel und Bratkartoffeln. Es gibt auch Männerteller und Kinderteller, aber das ist Marie, das ist Sandra, das ist das Muttertier. Und weil die jetzt was essen wollen, habe ich gedacht, wir speisen, also ich speise nicht. Ich habe das nämlich entdeckt letztens beim Einkauf. Das möchte ich jetzt mal testen und das werde ich jetzt mal probieren, solange wie die essen. Das ist nämlich ein Veltins V Plus Energy mit Tutti Frutti. Und hier ist auch so ein Flamingo drauf. Da ist eine Palme drauf. Das sieht doch richtig genial aus. Jetzt müssen wir das mal irgendwie aufmachen mit einer Hand. Dann sieht es auch irgendwie rosa aus. Ich schenke mal der Mama in das Glas ein, dass ihr seht, wie das aussieht. Tutti Frutti, rosa, wie der Flamingo. Sieht auf jeden Fall genial aus. So, das schenke ich dir mal ein. In der Hoffnung, dass der Schaum irgendwann zurückgeht und du dann mal probieren kannst. Aber der Spargel ist kalt, gell? Das ist die Sommeredition. Die Sommeredition mit 5,0% von Veltins V Plus Tutti Frutti Energy. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Thumbnail da mache. Ich nehme einfach nochmal die ganze Dose und halte die einfach mal so hier rein, neben mich. Dann muss das halt auf die andere Seite. Wir nehmen mal kurz einen Schluck von der Dose. Die ist auf jeden Fall noch kühl. Die hatte ich zu Hause nämlich im Kühlschrank. Habe jetzt hier mit hergenommen. Bitzelt ein bisschen durch die Kohlensäure. Schmeckt trotzdem aber sehr erfrischend. Nicht zu süß, erinnert mich an so ein Berliner Kindle mit Schuss. Gab es immer Waldmeister und Himbeere. Es gab immer diese Berliner Kindle in den kleinen Flaschen mit so Sirup drin, wie Himbeer so ähnlich. Also wie Himbeerbier, aber es ist Tutti Frutti, keine Ahnung. Jetzt ist er aufgewacht, guck. Jetzt ist er aufgewacht und sagt, das sieht aber gut aus. Ja, das ist die Sommeredition, ja. Willst du mal probieren? Schaum, meinst du, du schaffst es, durch den Schaum durchzukommen, Schaum in die Sommeredition rein? Ja, dann stellst du es halt wieder hin. Dann halt nicht. Wenn sie nicht mitmachen will, warum nicht? Ich habe noch eine zweite Dose, dann trinke ich die halt selber. Nee. Ich nehme mal noch einen Schluck. Ich probiere jetzt. Warte mal, Prost. So, jetzt kannst du mal probieren. Mhm. Ach, das schmeckt aber fruchtig. Ja, naja, das hättest du dir den Röpser, den hättest du weglassen können. Das ist ja nicht manierlich hier am Esstisch. Ja, schmeckt wirklich fruchtig. Schmeckt fruchtig, nicht zu süß, schön frisch, ja, prickelnd. Und das ist jetzt was? Das würdest du nochmal kaufen, ne? Ich sag's dir, das ist Veltins. Gibt's ja als Biermarke, Veltins, schon mal gehört. Mhm. Die machen immer V+, das ist immer Veltins mit noch was drin. Ja. Eigentlich als Sixpacks hier, Veltins V+ Cola, V+ Energy, V+ Kuruba, V+ Lemon. Nee, das kann man das ist trinken. V Plus Tutti Energy. Denn das soll so sein, das soll so schmecken, das soll so heißen. So. Das ist das Thumbnail, genau. Ich mache jetzt einfach 30 Thumbnails, dass man das sieht. Tutti Frutti Energy mit Spargel. Möchtest du auch mal einen Schluck probieren? Möchtest du mal probieren? Gleich, ich mache erstmal noch die Dose auf. Kann ich dir auch damit füttern? Das muss jetzt nett sein, obwohl. Dann gib mir halt mal ein Stück von dem Huhn. Ich hoffe, da sind keine Haare dran. Ja, also bin ich froh, dass ich keinen Männerteller genommen habe. Es schmeckt okay, aber hier 20 Euro für einen Männerteller, nee, dann lieber noch ein Tutti Frutti. Aber Männer wäre es mit Hühnerbrust, mit Schinkel gewesen und nicht mit Brust. Ist doch das gleiche Tier, ne? Hast du jetzt probiert? Und? Ich hab noch ein bisschen. Was? Ist ganz gut. Ganz gut? Dann trinke ich noch einen Schluck. Kennt ihr die Sommeredition? Veltins V Plus, Tutti Frutti Energy? Schreibt es mir in die Kommentare. Ne? Schmeckt wirklich gut. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Müssen wir jetzt immer, wenn wir was testen wollen, hierher fahren und uns an diesen Tisch setzen.